So, welche kommen? Nee, wir sind nicht von hier gekommen. So viel Lauferei. Ein Drucker, hurra! Ja, wir sind aber nicht die Ersten hier. Der hat schon irgendwie nochmal eine Mega-Party veranstaltet. UTC-Druck für alles, was Sie benötigen. So, okay. Der wird verkauft. Der wird verkauft. Der wird verkauft. 1900. 1900. 1900. Könnte mich natürlich jetzt noch schön mit Munition eindecken. Das könnte ich jetzt natürlich noch machen. Gangflinte, die Stabilität. Ja, selbst das würde mir jetzt nichts mehr bringen. Zu dem jetzigen Punkt. Geht ja nicht. Nimm ich einen 100 zurück. Ich finde. Sturmgewehr finde ich schon ganz geil. Irgendwie. Wäre auch schön, wenn ich hier einfach mal eine Zahl einnehmen könnte, wie viel ich davon drucken möchte. Kann ich dazu irgendwo? Nee, kann ich nicht. Wie viel macht der denn überhaupt? Noch einmal. Ich hoffe, dass er immer 25 macht. Mindestens, nicht nur so 5. Switch mal raus und guck mal ins Menü. 60, 60. Ich würde tatsächlich sehr gerne die Bossfights. Wie? Achso, ich wollte gerade sagen, kaputt. Einheit online. Mit entweder Sturmgewehr oder mit der Aufstandsflinte machen. Weil wenn wir jetzt halt wirklich hier auf irgendeinen Alpha irgendwas ein Tralala treffen, dann möchte ich nicht mit dem Revolver machen. So, okay. Gut. Aufstandsklinze. Machen wir mal immer einen Tag. Danke, Arbeiter. Qualitätsprüfung bestätigt. So. Und wir haben jetzt. Wie viel Schuss? 186 und 12 für die Aufstandsklinze. Schön, noch ein bisschen Aufstandsflintenmunition. Leben. Vier Packs haben wir eigentlich noch. Drei. Wobei sich das so wie. Warum ist jetzt sogar die Schwärze so weggegangen? Ach, hey, okay. Heißt also, dass hier schon. Explosivkanister heißt also, dass hier schon Kämpfe stattfinden können gleich. Okay. Ich muss so runterkicken. Ja, das geht auch. Wunderbar. Okay. Vielleicht werde ich hier verfolgt, muss mich nach hinten absetzen und dabei immer irgendwelche Explosionsfässer droppen. Oh Mann. Was ist denn das? Wo ist denn hier die Tür?
Wo geht's denn hier weiter? Da kann man Schuss. So, bin ich hier gerade an der Tür vorbeigelaufen oder was? Oder ist das. Ach Gott, war das jetzt. Ist das bloß so ein Lootraum? Ich bin doch aus der anderen Ecke bin ich doch gekommen. Was ist denn? Ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. So eine Map wäre ja auch wirklich mal echt. Wäre was wert hier irgendwie in dem Game. Würde ich gut finden. So, wird jetzt hier irgendwas nicht getriggert, was normalerweise getriggert wird, oder? Weil die Tür da vorne sieht genauso aus wie die Tür, die wir vorhin passiert haben. Und hier öffnet sich nichts. Warum? Ich verstehe tatsächlich gerade nicht. Müssen wir zur anderen Seite? Gut, gehen wir halt mal zur anderen Seite nochmal durch. Aber hier so die ganzen Explosivbehälter, die irritieren mich tatsächlich. Die würden für mich eher dafür sprechen, dass hier jetzt irgendwie so ein Kampf wäre, wo man sich so zurückfallen lässt. Oh, Moment, was war das? Hier war was. Sie handeln unbedacht. Es geht zu viel. Es wäre riskanter, nicht da zu handeln. Geht's weiter. Besonders da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. So, quatsch gerade mit dem Imperator. Wie gerufen. Da ist er ja. Der Überlebende. Was sind wir denn groß, Alter? Wir Solitar. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift. Ich lasse Sie nicht sterben. Ihre Freundin. Ich habe sie beobachtet. Habe ihre Akte studiert. Sie sind nicht so unschuldig, wie sie tun. Sie haben gezeigt, dass sie zu allem bereit sind, um ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende wird Solitarius. Und was ist mit Ihnen, hä? Sich an sterbenden Leuten aufzugeilen, ist das Ihr Protokoll? Nein, Sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschaffen. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Ein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Der Mensch? Oder mein Alter? Der ist auch noch ein bisschen gewachsen. Ich sollte dir danken. Doch nun weiß ich. Es ist ein Geschenk. Weißt du, der Warden hat mir die Augen geöffnet. Mir meine Bestimmung gezeigt. Und nun zeig ich sie dir. Ich bin gespannt. Was soll jetzt gemeinsame Sache mit dem Geschlagsfanato werden? Sehen wir schon. Niemand wird dich retten!
Ja. Du entkommst mir nicht! Ich schlage dich! Ich schlage alle! Ich werde... Unentspannter Typ, Alter. Einfach unentspannter Typ. Was passiert mit mir? Schön. Der Tyrant hat etwas. Oh, seine Finger haben Finger. Wie eklig. Und seine Zähne haben Zähne. Das sei ekelhaft, Alter. Alles hat seinen Preis. So, du, wenn es für dich okay ist, würde ich mich jetzt einfach hier verpissen wollen, ne? Ist das? Ja? Können wir? Oh, schön. Er hat noch einen Panzer. Wie schön. Ist aber super. Okay, und wir sind draußen in diesem Gang. Wo ist er? Oh, Scheiße. Oh, Mist. Ah, lauf, Junge. Lauf! So, haben wir noch irgendwo so ein... Oh, er ist auch anscheinend ziemlich schnell. Ah, ja. Ich möchte ausweichen. Was kommt denn hier? Was? Sind ja noch andere Feinde? Ach, der darf doch nicht wahr sein. Oh, shit. Okay, also sind noch andere Feinde mit im Raum, außer er. Das ist nicht so geil. So, nachladen und verpissen. Ich verstehe gar nicht, warum das hier so ausgeschwärzt ist. So, könnten wir eigentlich jetzt hier mal so einen Schnuck der Teilpack erstmal nehmen? Auf. Oh. Also, er kann austeilen. Kann ich hier rüber einfach? Ja, kann ich. Das ist schön. Mist. Nimmt da nicht. Oh, wie gesagt, er ist schnell. Er ist schnell. Und eklig. Los, rüber mit dir. Rüber mit dir. Ui, schnell! Nein! Falsche Seite, Mann. Rüber! Mann, lauf doch rüber, Junge! Na, nicht doch. Nein! Shit. Oh, Junge. So, ich muss mal ganz kurz hier hinten. Nein, das wollte ich nicht haben. Wo ist denn die Heilung? Scheiße. Ach, Mist. Oh, ja, nee, ist klar.
So, das könnte, finde ich persönlich, eine relativ gute Taktik sein hier. Halt dich, Mann! Scheiße! Ah, Mist! Genau einer vor mir gewesen. Noch nicht. Na klar, auch durchs Auge. Weil einfach ekligster Punkt. So, und jetzt ist halt absolut durch, Walden megamäßig hinter mir her. Sie denken, sie können uns besiegen? Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Ferris macht blau. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee, sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, das glaube ich nicht. Bitte, jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. Eine Rettungskapsel wartet oben auf Sie. Um Sie zu dem Leben zurückzubringen, das Sie einmal hatten. Sie und ich, wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mister. Trau ihn nicht. Wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester. Arschloch! Oh, ein Schild. Das ist ein Schild. Ein tapferer Versuch. Aber Sie wissen doch mittlerweile sicher. Ich verliere nie. Doch, diesmal schon. Hätte jetzt auch nur ein Trick sein können. Ne? So eine Verschwendung. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht... Selbstzerstörungssequenz eingeleitet.
Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nackamt, Mr. Lee. Hoffentlich. Miss Nackamt. Ach. Komm, komm schon. Kapseln sind hier lang. So, na denn, aber jetzt flink. Renn! Schneller! Sagte er da hinten durch. Geh weiter! Wir müssen zu den Rettungskapseln! Gut. Fast geschafft! Es ist nur für eine Person. Da ist noch eine. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Ja, früher nicht! Jetzt schon! Na ja, opfert sich also. Okay. Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu das nicht! Jacob! Beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Ich muss tatsächlich mal sagen, ich verstehe jetzt seine mega Schuldgefühle nicht. Also, klar, er hat jetzt irgendwie die Augen geschlossen, irgendwie für die Frachten, die er davon A nach B. Er ist davon ausgegangen, dass er etwas in ein Gefängnis reinfliegt und wieder rausfliegt. Kann nur Schmutzwäsche gewesen sein, Alter. Was Jacob, macht denn dieser Pilz, Alter? Vielleicht können wir doch entkommen. Ach so? Wir müssen aber wieder ganz woanders. Ich werde deine Hilfe brauchen. Und das war das Callisto-Protokoll. Tja, es war ein mega gehyptes Spiel. Wurde es dem Hype gerecht? Ich finde fast eher nicht. Leider. Also, von der Inszenierung, von der Grafik her müssen wir nicht drüber reden. Top. Ober, Sahne. Mega. Ja, irgendwie, der Wald, also der Grad der Gewalt war ziemlich heftig, muss ich sagen, und damit haben sie versucht halt einfach zu punkten. Hat man so ein bisschen so das Gefühl. Was richtig muchtig leider war irgendwie, und jetzt kommen wir mal zu den negativen Sachen, war, dass die Synchro einfach mal so ja nicht hingehauen hat irgendwie. Also wenn du halt einfach siehst, dass, dann ist das blöd. Die Stimmen waren, fand ich persönlich, jetzt auch nicht gut gewählt. Aber da weiß ich jetzt halt auch nicht, okay, wie viel Budget ist noch übrig gewesen zum Schluss, etc. Naja, das ja, muss man immer so von zwei Seiten halt betrachten. Ich habe tatsächlich das Gefühl, die ganze Zeit ein und dasselbe gemacht zu haben. Irgendwie, ich weiß nicht, was hatten wir? Irgendwie 4, 5 Gegnertypen und das war's. Ja, das ist so ein bisschen. Das haben sie in Dead Space besser gemacht. Und tut mir leid, dass ich jetzt an der Stelle irgendwie das als Gegenbeispiel bringen muss, aber es ist so. Ja, wahrscheinlich möchte sich das Spiel daran nicht vergleichen. Es tut aber alles, damit du es da miteinander vergleichst. Ist ein bisschen schwierig. Uns würde natürlich auch sehr eure Meinung dazu interessieren. Bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr das Let's Play mit mir zusammen durchgestanden habt. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt,
macht das ruhig. Ja? Helft dem Kanal ein bisschen zu wachsen. Für euch ist es kostenlos. Uns hilft es sehr. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin.